ja nicht. Also ich will... Oh Mann! Also leckt aber immer noch übel. Also immer wieder mal. Also irgendwelche Einstellungen sind hier anders. Ich glaube, da muss ich gleich mal irgendwie was verstellen. Also ich versuche hier jetzt einfach irgendwie rein zum Gehen. So, ich kann jetzt laufen, ich will aber gerade noch gar nicht laufen. Wir sind nur hier drin nachschauen. Oh, jetzt kriegt er aufs Maul. Jetzt kriegst du aufs Maul. Ach man, hier ist drin ist scheinbar gar nicht erst was. Außer Mülldecke. Das ist natürlich immer blöd. Wenn hier drin ist... Ist hier wirklich gar nichts? Kann natürlich auch sein, dass hier gerade eben noch einer war. Das ist... Zweifle ich jetzt mal einfach nicht, aber... Ah man, das ist natürlich blöd. Jetzt eigentlich irgendwie verschiedene Zombie-Arten, die mehr Geld droppen, oder gibt es immer nur die Geld droppen halt. So viel, wie sie halt immer so droppen. Weil, boah, mir ist da bis jetzt noch kein Unterschied eigentlich aufgefallen. Na gut. Ich habe hier vielleicht 3 Zuschauer, aber die können mir das vielleicht ja sagen, ne? Darum frage ich einfach mal. So, wir gehen ja auch, da freue ich mich auch schon. Wir müssen jetzt hier so ein Part 64 oder so sein, ne? Ah, da freut man sich irgendwie, wenn man bemerkt, dass das Let's Play, also Minecraft ist ja immer so schleichend nach vorne gegangen. Aber da freut man sich, wenn das Let's Play hier, also boah, sie so schnell so gesehen weitergeht. Vorbeigeht, wollte ich gerade sagen, aber es ist niemals vorbei. Also wirklich, War Z wird niemals vorbei sein, könnte man sagen. Es wird vielleicht mal für 2-3 Monate pausiert oder vielleicht auch für 2 Jahre. Das weiß man nicht, aber vorbei ist es rein theoretisch nie. Da ist hier, wie gesagt, auch wie in Minecraft. Also in Minecraft gibt es ja verschiedene Welten. Da kann ja sagen, so, ich beende jetzt das Minecraft Let's Play, zack. 3-4 Monate später macht man dann eine neue Welt und sagt, so, neues Let's Play, neues Glück. Während hier wäre es rein theoretisch, ja, blöd, wenn man sagen würde, so, ich beende das jetzt hier komplett. Und dann 2 Monate später macht er halt weiter. Darum werde ich hier immer schön sagen, es ist pausiert auf komplett unbestimmte Zeit. Das heißt also, auf gut Deutsch, es kann nach einer Woche wieder weitergehen, kann aber auch erst nach einem Jahr wieder weitergehen. So, und damit diese Lags gerade so übelst auf die... gehen, lege ich mich jetzt dort hinten an den Baum und schaue mal einfach an meine Einstellungen. Und das mache ich sogar mit euch, weil ich euch ja versprochen habe, dass ich mir mal die Einstellungen nochmal anschaue. Und dann könnt ihr euch die ruhig auch mal nochmal anschauen. So. Weil eigentlich dürfte jetzt nicht mehr so viel hier rumlängen. Ich habe vielleicht noch das Internet auf, im Hintergrund läuft vielleicht noch ein weiteres Programm, was sinnlos ist. Aber das dürfte eigentlich nicht so viel tun hier, also ganz ehrlich. Das wundert mich so ein bisschen, aber na gut. Ja, Disconnecting Zoom wieder stundenlang. Stundenlang dauert das wieder. Also wirklich jetzt stundenlang. Boah, Alter. Ja, und das Beste ist ja, in dieser Zeit kann man auch noch abgeschossen werden, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Da ist dann natürlich die Freude sehr groß, wenn das, also wenn das dann so, ja, so ist hier. Hallo. Disconnecting soon. Komm schon, Alter. Zumindest das Spiel ist hier irgendwie jetzt abgekackt oder so. Oh Leute, wir sehen uns einfach gleich. Nee, doch nicht. Wow, ich bin entzückt. Das hat mich doch irgendwann noch ausgelockt. Ja, der Ladebalken dauert jetzt lang. Darum sehen wir uns gleich dann halt im Menü wieder, oder auch nicht? Das dauert doch gar nicht mehr so lang. Naja. Boah. Also, da müssen sie unbedingt noch was ändern. In der Performance meine ich jetzt, also.
Ich muss sowieso, ich muss eindeutig, irgendwas läuft bei meinem PC gar nicht richtig, du. Das ist unglaublich bei dem Ding manchmal. Hier stimmt irgendwie, passt hier nichts. 30 Minuten habe ich jetzt laut dem Ding gezockt. 16 Zombies getötet. Also natürlich eine schöne Menge. Eigentlich. So, Options. Also, hallo? Was sind das denn für Einstellungen? Hast ja gar nichts eigentlich an Einstellungen. Warum laggt es denn dann? Also die Einstellung muss ich mindestens lassen. Ich frage mich, warum es dann laggt. Dann liegt es vielleicht irgendwie das Laden hier zum Beispiel von der Serverliste und so und das Disconnecten, das hat jetzt gerade sehr lange gedauert. Dann kommen eventuell gerade die Server einfach nur nicht richtig mit. Ich vermute einfach mal, dass die Server gerade nicht hundertprozentig mitkommen. Weil ansonsten laggt es ja nicht zu extrem. Es laggt zwar auch immer wieder mal, aber nicht zu extrem. Also sage ich jetzt einfach mal, gut, es liegt an den Servern. Dann, gut. Darf halt auch passieren, darf passieren, ne? Sollte es aber natürlich nicht. Also ich heiße sowas nicht gut, auch wenn es eine Beta ist. Ich persönlich finde sowas immer wieder doof. Also vor allem halt für die Spieler mit einem etwas schlechteren PC. Naja. Ich muss eh noch, also bis ich mir einen neuen PC kaufen kann, Leute. Uff. Da wird bestimmt noch 1 bis 2 Jahre oder so werden da bestimmt noch vergehen müssen. Also sagen wir es anders, bis ich mir einen neuen hole, weil für gewöhnlich bin ich immer so jemand, der... Timeout. Och, fick dich. Meine Güte. Ja, also für gewöhnlich bin ich immer jemand, der ja lieber ein bisschen länger halt wartet. Ach, wir sind irgendwie gerade alle vom Server gekickt worden oder was? Sind die Server gerade? Oder sind die Server wirklich gerade einfach komplett down? Ich einfach mal hier drauf. Ich kann mir echt gerade vorstellen, dass die Server gerade komplett down sind. Bei denen irgendwie das Resetten da. Ja, aber auf jeden Fall, also wie gesagt, bei mir, glaube ich, kann es noch ein bisschen dauern. Also ich könnte mir natürlich vorstellen, dass wenn jetzt irgendwie, wie gesagt, also es ging ja jetzt Beispiel Gronkh, ne, bei dem ging es ja mit der, also der war ja dann, ich glaube, der hat so bei 3000 Abonnenten, ne, manchmal, ich glaube, hier komme ich wieder nicht drauf, bei so circa 3000, ach man, oh, das macht mich krank, so eine Scheiße, ganz ehrlich. Nee, aber wie gesagt, Gronkh hat ja so bei circa... Ja, tatsächlich. Ey, das gibt's doch gar nicht, Alter. Meine Fresse. Nee, Gronkh hat ja so bei circa 3000 Abos angefangen mit seinem Minecraft-Let's Play, wenn mich nicht alles täuscht. Vermutlich sogar noch ein bisschen früher. Auf jeden Fall... Und dann ging das ja rasend schnell. Da, ich meine, er ist jetzt nach 2 Jahren... Ist er mit 850.000 oder so, glaube ich. Jetzt nicht 850.000, aber mit 800.000 oder so. Ist ja der, ja, der meistabonnierteste deutsche Let's Player. Und boah, das finde ich schon krass, also nach 2 Jahren. Und ich sage es jetzt mal so, es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass es bei mir nicht passiert. Natürlich ist es sowas von unwahrscheinlich, aber nicht hundertprozentig ausgeschlossen. Das heißt also auf gut Deutsch, wenn ich mich jetzt irgendwie gut verkaufe, hier Leute gucken so, oh ja, der Typ ist ja eigentlich gut, dann, ja, dann sagen die das halt, dass der Typ halt einigermaßen gut ist. Willst du mich verarschen, wenn ich jetzt... Ich glaube, ich werde schon wieder zurückgeworfen. Willst du mich gerade verarschen? Hallo, Spiel. Ja, wie gesagt, es ist halt möglich, dass ich halt jetzt innerhalb von einem Jahr irgendwie so plötzlich 100.000 Abos bekomme. Das ist... Closed yet. Please try again. Was? Ich glaube, ich muss das Spiel neu starten. Nimm mal ja erst nach dem Satz hier kurz noch. Nee, auf jeden Fall, was ich halt wie gesagt noch sagen wollte, ist, es kann natürlich bei mir jederzeit jetzt so gesehen passieren, dass ich dann eine Menge Abos bzw. Klicks bekomme. Würde ich mich natürlich darüber freuen, das ist ganz logisch. Aber, ja. Naja.
Ne? Ich weiß nicht mal, worauf ich hinaus will. Ja, stimmt, Geld, hier Computer. Ne? Wenn ich jetzt natürlich so sau viele Klicks dann bekomme und dann Partner werden und alles, so wie es halt ungefähr bei Gronkh war jetzt, sag ich mal, also von der Geschwindigkeit her, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich so innerhalb von einem Monat oder so, einem Monat, genau, einem Jahr, da mir schon wieder einen neuen PC leisten könnte. Rein theoretisch. Es ist zwar, naja, nicht 100%ig, aber hey, ich probiere es einfach nochmal. Gerade. Nein, hallo. Apple, so. Mr. 554. Clan. ClanTech. Mr. Hi. Great Clan. One moment, please, so. Das klappt das jetzt? Oh ne. Oh man, you're going to Mann. Was war das? Was konnte man hier nochmal machen? Ach ja, stimmt. Man kann sich jetzt hier noch GC kaufen. Das kann man jetzt schon machen. Also ist jetzt nichts Besonderes, aber man kann es halt machen. Das wollte ich einfach noch angemerkt haben. So, ich probiere es jetzt noch einmal mit dem werten Herren hier wo reinzukommen. Wenn das jetzt nicht klappt, dann ist es für heute zu Ende mit der Aufnahme. Dann habe ich heute keine Lust mehr. Oder? Ich muss eh noch ein paar Minütchen wach bleiben. Also irgendwie tun gerade viele Probleme haben. Na gut, wie gesagt, kann ja sein. Es ist ja Beta. Wie gesagt, ich will jetzt nicht sagen, hier so nach dem Motto, oh ja, das Spiel ist ja so gut. Darum kann es ruhig auch mal sowas hier haben. Ne? Sondern eher sagen, nee, das Spiel sollte sich jetzt nicht unbedingt mit vielen Leuten verscherzen, weil, ach, jetzt guck mal, weil viele Leute sind halt echt schon so ein bisschen angepisst wegen der Spielpolitik hier, die hier führen. Muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich persönlich auch in manchen Fällen echt, heidewitzka, wollte ich ja sagen. Das ist echt manchmal schlimm. Also wirklich. Wie gesagt, eine Woche vorher kündigen sie an, ja, Leute, wir packen übrigens irgendwann mal einfach so nebenbei eure kompletten Items, die ihr jetzt hier über irgendwie 1 oder 2 Monate gesammelt habt, packen wir einfach mal raus, ne? Ja, gut. Also jetzt nicht so schlimm, ne? Aber auch einen Monat oder so mal kein Update bringen. Es ist bei einem Spiel in der Alpha, beziehungsweise Beta ist das. Also in so einer kaufbaren Alpha, beziehungsweise Beta-Phase ist das echt schlimm. Das kann man eigentlich nicht machen. Da müssen wir halt eigentlich, ja, schon so ein bisschen wie Minecraft halt wöchentlich oder so. Also Minecraft hat gut, hat in der Beta auch dann nachgelassen, da waren es dann alle 2 oder 3 Wochen. Und Mann, warum laggt es? Es nervt, ganz ehrlich. Alter. So, jetzt mache ich Folgendes. Ich kann ja noch niemals ordentlich sprinten hier. Ne? So, jetzt mache ich Folgendes. Ich lege mich hin. Einen Moment. So, ich laufe jetzt noch ein bisschen weiter. Sollte es jetzt demnächst wieder so stark laggen, dann ist die Aufnahme auch erstmal beendet wegen einem Rage Quit. Wie gesagt, also gerade das geht echt nicht. So. Auf jeden Fall weiß ich. Boah, Mann! Das kann doch nicht deren Ernst sein! Was hier immer wieder anfängt zu laggen. Alter. Meine Fresse. Also irgendwas klappt echt in meinem PC nicht, ganz ehrlich. Okay. Auf jeden Fall, was ich auch noch sah, also was ich ja gerade am sagen war, war ja, dass man das echt, also, ja, in so einer Phase der Entwicklung, ja, so schlampig so gesehen vorzugehen und ja, nur so selten Updates rausbringen. Also gut, jetzt haben sie wieder mehrere Updates hintereinander direkt rausgepackt. Also auch gut so ist, finde ich nicht schlecht. Also ich freue mich zwar über größere Patches, aber wenn sie einen gesamten Monat hier mit Bugs und allem drum und dran rumrennen, ist auch ein bisschen nervig. Darum habe ich da auch in dieser Zeit so wenig gebracht davon, also von hier über sie. Weil ich halt mit der momentanen Version nicht zufrieden war.